Wer darf mitspielen? Wer darf mitspielen oder wem vertraue ich? Wer verkündet die Wirklichkeit und wer ist qualifiziert genug? Wer gehört zu uns und wer gehört nicht zu uns? Und all diese ähnlichen Fragen, die wir stellen können. Wer kann mitspielen bedeutet, wir haben immer wieder Gruppierungen, wir haben Wissenschaftliches, wir haben aber auch auf der anderen Seite Esoterisches oder Spirituelles. Wir haben also Gruppen von Menschen oder Kriterien für die Qualifikation von Menschen, die darüber entscheiden, ob jemand dazugehört oder ob er eben nicht dazugehört. Und natürlich, darüber sind wir uns alle im Klaren, wollen wir immer wieder dazugehören. Wir wollen zugehörig sein und dafür erfüllen wir so einiges, um dazugehören zu können. Und wenn wir dann die Riten vollzogen haben, wenn wir dann das Qualitätsmanagement erfüllt haben, wenn wir die Prüfungen bestanden haben und die Überprüfungen und all das, wenn wir die Punktezahlen erreicht haben, erst dann können wir etwas. Erst dann sind wir in einer Zunft, in einer Profession. Erst dann sind wir aufgenommen in die Gruppe, in den Clan, in die Berufsorganisation und so weiter und so weiter. Ich will mit all dem sagen, so ein bisschen ironischerweise sagen, dass wir als Menschen alles Mögliche erfüllen müssen, um dazugehören zu können. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht erfüllen, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir eine Prüfung nicht schaffen und all das, diese Kriterien, diese zum Beispiel sogenannten Qualitätskriterien nicht erfüllen können, dann funktioniert es einfach nicht. Das heißt, wir sind immer wieder von etwas bestimmt. Wir sind immer wieder von jemand abhängig, von jemandem bestimmt, von einer Gruppierung bestimmt, von einem sozialen Netzwerk bestimmt, von allem Möglichen bestimmt, das uns vorgibt, wie wir sein zu haben und was wir zu erfüllen haben, welche Checklisten wir erfüllen, welche Dinge einfach notwendig sind, damit wir dabei sein können, damit wir in dem Sinne tatsächlich mitspielen können. Es geht um das Mitspielen. Es ist wie ein Spiel von Kindern und auf das beziehe ich mich hier mal ironisch, bei denen wir das ja auch kennen, nicht? Wir haben das als Kinder oft erfahren. Darfst du mitspielen? Darfst du nicht mitspielen? Wenn du mitspielen willst, dann musst du das tun und jenes tun, nicht? Dann musst du mein Freund sein. Und wenn du nicht mein Freund bist, dann bist du mein Feind und all das. All diese unzähligen Ausgrenzungen oder Dazugehörigkeiten, die wir als Menschen von anderen Menschen immer wieder verlangen. Darum geht es. Um nichts weniger, um nichts mehr geht es. Und die Zugehörigkeit ist natürlich, um es nochmal zu sagen, für uns als Menschen etwas Wichtiges. Aber was sind die Bedingungen einer Zugehörigkeit? Darf ich journalistisch tätig sein? Darf ich als Künstler tätig sein? Und bin ich als Künstler, als Künstlerin anerkannt, als Schriftstellerin anerkannt? Als der Mensch, der sich einfach nur auf den Weg macht und sich auf seine Art mit seinen Werken und seinen Möglichkeiten präsentiert? Und die große Frage natürlich immer wieder ist, ja, werde ich anerkannt? Werde ich geliebt für das? Werde ich gemocht oder werde ich ausgegrenzt? Und was mir auffällt, ist immer wieder, dass viele Menschen ausgegrenzt sind, wenn sie nicht der richtigen Zunft, der richtigen Ordnung, dem richtigen Qualitätsmanagement angehören und einfach nicht dabei sind. Und das wird vielleicht immer enger in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Weil als Außenseiter etwas plötzlich zu bringen, da kannst du Glück haben natürlich. Du kannst noch so gut sein, du kannst noch so toll sein. Aber wer dich anerkennt, wer dich aufnimmt, wer dich als Galerist ausstellt, wer deinen Film anerkennt oder was auch immer, davon, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das gelingt längst nicht allen Menschen, die frei sein wollen, die in dem Sinne die Freiheit auch für sich in Anspruch nehmen und einfach so da sind. Und vielleicht die anderen offen sind und sagen, ja, das gefällt mir oder es gefällt mir eben nicht. Aber nicht in der Art, darf ich mitspielen, darf ich nicht mitspielen? Wer bestimmt das Spiel, mitspielen zu dürfen? Darum geht es sehr oft. Das soll mal so ein Denkanstoß sein in dieser Richtung. Ist das wirklich etwas,
an dem ich teilnehmen kann? Oder sind die Barrieren so groß, die Schranken so groß, diese Abgeschlossenheit einer Kultur, einer Gesellschaft so groß, dass das nicht mehr möglich ist und dass nur bestimmte Menschen meinetwegen Wahrheiten verkünden dürfen, dass sie offiziell gesendet werden und die anderen eben nicht? Ein großes Thema.